Hallo zusammen. In diesem Video geht es nochmal um das Thema Reflexion. Und hier werden wir uns mal ein Beispiel rausgreifen von so einem glänzenden Ding hier. In dem Fall ist es ein glänzender Apfel. Und glänzend heißt in dem Fall, dass wir einige Teile haben, wo wir spiegelnde Reflexion haben und andere Teile, wo wir diffuse Reflexion haben. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Wir malen einfach hier mal einen Teil der Oberfläche des Apfels. Das ist hier diese. Soll hier diese gekrümmte Fläche sein, das ist mein Apfel. Und dann haben wir hier oben irgendwo die Lichtquelle. Hier, das ist meine Lichtquelle. Und die soll hier Licht auf den Apfel schicken. Das heißt, da kommt so Licht, geht hier so runter, trifft auf die Schale des Apfels. So. Und dann wird ein Teil dieses Lichtes vom Apfel gespiegelt. Es läuft also, wenn man es hier anschaut, weil es gespiegelt würde, wenn wir jetzt Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel nehmen und die Senkrechte ungefähr so, es geht ungefähr in diese Richtung, würde das hier weitergehen und ganz ähnlich hier von diesem Strahl und ganz ähnlich auch von diesem Strahl. Also die würden hier ungefähr in diese Richtung weiterlaufen, diese Strahlen. Es würde nicht alles gespiegelt, also ein Teil des Lichtes könnte vom Apfel absorbiert werden, ein Teil des Lichtes könnte auch in andere Richtungen gestreut werden, das wären dann die diffuse Reflexionen, und ein weiterer Teil würde halt dann hier von der Apfelschale gespiegelt werden, und wenn jetzt ein Beobachter in dieser Richtung hier stehen würde und auf den Apfel schauen würde, also hier steht er, und er schaut sich den Apfel an, dann würde er tatsächlich hier auf der Schale des Apfels ein Bild der Lichtquelle entdecken können. Das wäre also der gespiegelte Teil. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Menge diffuse Reflexion. Und diffuse Reflexion, das ist dann, wie wir hier sehen, das ist vorwiegend rötliche Färbung, denn die anderen Frequenzen des Lichtes werden offensichtlich von der Apfelschale verschluckt. Und da wird vorwiegend nur die rote Strahlung reflektiert. Und zwar wird die dann reflektiert eigentlich von allen Punkten der Apfeloberfläche. Das heißt, wenn wir hier diesen Lichtstrahl haben, ein Teil wurde hier gespiegelt, aber ein Teil wird eben aufgrund der Unebenheiten der Oberfläche auch hier sehr zufällig in die verschiedensten Richtungen zurückgeworfen. Also das mag nach der Richtung gehen, das mag nach der Richtung gehen, das mag hier hingehen, das mag hier hingehen oder auch in diese Richtung. Das hängt jetzt ab von der Beschaffenheit der Oberfläche. Da können eine Menge, mikroskopisch gesehen, können eine Menge Unebenheiten und Ausbuchtungen und was weiß ich alles in dieser Oberfläche versteckt sein, die das Licht dann in die verschiedensten Richtungen werfen. Und natürlich jetzt nicht nur von den Punkten, die hier unmittelbar in dem Bereich der Lichtquelle liegen, sondern auch von den anderen Punkten. Denn auch da trifft er von irgendwelchen Seiten, vielleicht aus dieser Quelle, aber vielleicht aus anderen Quellen, trifft er auch in den anderen Punkten hier Lichtstrahlen ein und die werden auch wieder in die verschiedensten Richtungen wieder zurückgeworfen. Also auch von den anderen Punkten hier gibt es immer wieder Lichtstrahlen, die in Richtung des Beobachters laufen und deshalb sieht er jetzt nicht nur diesen einen Lichtfleck, sondern er sieht auch die gesamte andere Apfeloberfläche hier. Und das lässt uns eigentlich sofort verstehen, warum jetzt andere Beobachter diesen hellen Punkt nicht an derselben Stelle sehen würden. Also wenn wir jetzt einen Beobachter haben, der wieder hier, sagen wir mal, hier auf der Rückseite des Apfels steht und von hier auf den Apfel schaut, wo würde denn der diesen hellen Punkt sehen? Geben wir ihm wieder mal eine eigene Lichtquelle, also der, sagen wir mal, die Lichtquelle, die den Apfel beleuchtet, die soll hier sitzen. Da geht ein starker Strahl hier auf den Apfel runter und hier wird er wieder gespiegelt. Machen wir mal diese Senkrechte auf die Apfeloberfläche und dann wird der gespiegelte Strahl also in der Richtung, in Richtung auf den Beobachter weiterlaufen. Das wäre hier unser Einfallswinkel, unser Theta E, und das wäre hier unser Reflexionswinkel, unser Theta R. Und so würde dieser Beobachter also hier in diesem Bereich würde er diesen hellen spiegelnden Fleck sehen, das Bild der Lichtquelle. Das wäre hier für ihn sichtbar, also nicht hier drüben, wie es wäre unsichtbar ist, sondern für ihn wäre das hier auf der anderen Seite würde dieser spiegelnde Fleck liegen. Wovon wird dieser Punkt eigentlich begrenzt? Naja, das hängt von der Krümmung der Oberfläche ab. Also wenn wir zum Beispiel hier Strahlen anschauen, die aus der Lichtquelle hier so rauskommen, dann werden die eher in diese Richtung hier gespiegelt
Und das heißt, das ist außerhalb des Gesichtsfeldes des Beobachters. Die kann der Beobachter nicht mehr sehen. Der Beobachter kann eigentlich nur Strahlen hier aus dem nächsten Bereich sehen. Also zum Beispiel das hier, der wird in die Richtung abgelenkt, oder der Strahl, der geht in diese Richtung. Also diese Strahlen, die kann er noch sehen, aber alles, was so ein bisschen weiter weg geht, also zum Beispiel auch diesen Strahl, der wird in diese Richtung gespiegelt werden, die kann er nicht mehr sehen. Deshalb sieht er, wie wir auch, eben nur einen relativ kleinen Teil der gesamten Oberfläche, da sieht er diese Spiegelung. Und der Rest der auf der Oberfläche des Apfels gespiegelten Strahlen, der geht in andere Richtungen und die kann der Beobachter nicht sehen. Was er aber sehr wohl sehen kann, ist halt diese zufällig in seine Richtung geschickten Strahlen von den anderen Punkten auf der Oberfläche des Apfels. Also das passiert ja in jedem Punkt. Ja. Nehmen wir mal diesen Punkt hier, der bekommt ja Licht von verschiedenen Seiten und der schickt auch Licht in verschiedenste Richtungen. Ein Teil seines Lichtes wird er auch in die Richtung des Beobachters schicken, ein Teil vielleicht hierhin, ein Teil wird er hierhin schicken. Das geht rein zufällig dann in die verschiedenen Seiten, abhängig von der mikroskopischen Struktur hier der Oberfläche. Und so ist das mit jedem Punkt. Und deshalb kann der Beobachter halt von jedem Punkt des Apfels auch eine gewisse Menge an Licht empfangen. Und genauso ist das jetzt für uns. In der Spiegelung sehen wir direkt diesen Lichteinfall aus der Lichtquelle und das wird dann direkt in unser Auge hineingespiegelt und die Lichtquelle ist ja ziemlich stark oder stärker als das ganze Umgebungslicht. Deshalb sehen wir da also sehr, sehr viele Lichtstrahlen und deshalb wirkt es dann auch besonders hell, hier dieser Punkt. Und während wir auch von den ganzen anderen Punkten auf der Apfeloberfläche, also auch von dem kriegen wir sozusagen ein paar Strahlen in unser Auge und auch von dem Punkt laufen ein paar Strahlen in unser Auge und auch von dem Punkt kriegen wir ein bisschen was in unser Auge. Also jeder Punkt der Apfeloberfläche, der schickt ja sein Licht so zufällig nach sehr vielen Seiten aus, auch nach dieser Seite und nach dieser Seite und ein Teil des Lichtes, das kriegen wir in unser Auge und dann sehen wir auch die anderen Punkte der Apfeloberfläche. Ja, ich hoffe, das Ganze hat ein bisschen dazu beigetragen zu verstehen, wie wir die Dinge sehen. Und es wird auch noch weitere Videos geben, die jetzt etwas genauer auf das Thema Bilder, Strahlengänge eingehen, im Zusammenhang mit Spiegeln.